Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pandora's Tower. Im letzten Part haben wir den arkadischen Turm. Nee, warte, den haben wir schon im vorletzten Part, glaube ich, beendet. Egal, auf jeden Fall haben wir den arkadischen Turm beendet. Und, ich glaube, wir haben gerade noch sonst bis jetzt nichts hingekriegt. Moment. Schon wieder ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Nee, wir haben kein Meisterflash mehr. Okay. Warte, was sagt mein Inventar eigentlich? Leeren bitte. Okay. Dann tun wir das doch. Wir können. Kommt doch mal zwei Lehmbomben weg. Zierbombe. Kann man auch eine reinpacken. So viele Bomben, Alter. Und wir können wieder theoretisch Medizin herstellen. Wäre gut, ja. Zerschlamm, Amethyst, Kristallerz, Extremharz und Diamant. Okay. Tun wir auch mal gerade reinschmeißen. Das Fleisch brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Gut. Ja, das Inventar sieht ein bisschen blöd aus. Ja. 150 immerhin. 2850, oh, nicht schlecht. Moment, ich möchte erstmal herstellen. Amulett könnte ich theoretisch noch herstellen. Komm, stell mal eins her. Zum Inventar, genau. Ah, Nymphenwasser fehlt mir ja auch noch. Okay. Elixier kaufe ich gerade mal. Dann, was kann man denn noch kaufen? Wir haben ja noch ein bisschen Geld da. Komm, kaufen wir die Blumensamen. Schönes Geschenk. Genau wie die zwei Bäumchen hier. Und die Pflanze. Reine Tierblätter können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Verzeiht, ich habe gerade vorhin Chips gegessen. Mein Hals hat es mir gedankt. Ich kann. Ah, hier doch, die Doppelklinge könnte ich theoretisch verstärken. Ich muss mal auf 104 gehen, der Stärke. Schau mal, was die Sense sagt. Die Sense sagt, ich kann nicht verbessert werden. Tatsächlich würde ich das aber erstmal lassen noch. Boah, Mann, das sind lauter Materialien, die wir noch gar nicht kennen teilweise. Gut, das Amulett, das ziehen wir auch gerade mal an. Gut. Noch ein bisschen mehr Leben. Die Nymphenbeeren packe ich tatsächlich einige erstmal weg. Weil noch reicht uns die Medizin. Adamantinum, warum habe ich. Stärkt Angriff. Brauchen wir jetzt eigentlich so nicht erstmal. Die Nymphenbeeren, komm, dann packen wir mal 4 Stück weg. Also. Sollen wir alle? Komm. Dann geben wir noch gerade mal Helena noch ein paar Sachen. Stärken damit erstmal unsere Zuneigung. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, nicht wahr? Naja gut, ich habe jetzt 6 Türme erledigt. Den 7. angefangen, also geht eigentlich. Welche Art Muster gefällt euch, Aaron? Ich wollte etwas für euch nähen. Oh. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man mit Nähen beschäftigt ist. Ich halte hier die Stellung, solange ihr in den Türmen seid, Aaron. Ja, mindestens das geht ja. Wie viele Tage? Wir leben uns hier langsam ein. Gibt es noch etwas, womit ihr nicht zufrieden seid? Das Essen, Alter, die alte Frau. Sag doch nicht sowas, Aaron. Mafta hat sich viel Mühe mit uns gegeben. Ich
Ich möchte hier gar nicht daran denken, wie es ohne uns gegangen wäre. Natürlich war das scheiße. Ja, gut. Platziert. Ich werde sie sehen und mein Bestes tun. Wenn Blumen daraus wachsen. Mann. Geschenk, Nymphenbaum. Oh, das ist ein Nymphenbaum, nicht wahr? Die gab es auch bei uns im Dorf. Mal sehen, ob ich aus dieser kleinen Pflanze einen großen, starken Baum machen kann. Oh, ein Geranie. Ihr wollt mir das wirklich schenken? Es ist wunderschön. Danke. Ich würde nur sagen, es war ein Volltreffer. Ihr wollt mir das wirklich schenken? Das ist wunderschön. Danke. Ja, war auch ein Volltreffer, würde ich sagen. Boah. Gut, was sagt mein Inventarplatz? Ja, lässt sich sehen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mal, wie weit wir im Turm waren eigentlich. Ich meine, es war der Splitterfelsturm, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mal, wie weit wir da waren. Haben da bestimmt schon die ein oder andere Kette zerstört. Okay, doch nicht. Gut, haben wir halt noch keine Kette zerstört, dann halt nicht, ne? Das ist automatisch da drauf. Und Leute, da vorne gab es doch eine Abkürzung, die wir erschaffen haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Geld ist immer gut. Na komm. Das ist irgendwie ein ziemlich großes Viech. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal gesehen haben. Wahrscheinlich schon, aber es wäre irgendwie noch nie so aufgefallen, wie groß das Viech eigentlich ist. Ich muss dieses Viech jetzt auch noch besiegen, ne? Weil es ja noch voll im Weg steht gerade. Na komm, du scheiß Viech. Geh drauf, danke. Oh, sehr schön, Level up. Das sieht man noch gerne. Ich weiß gerade gar nicht. Wahrscheinlich haben wir das schon gemacht da oben. Aber ich weiß noch, wir haben da was gebraucht zum Hochgehen. Oder wird es gespeichert? Wird es nicht gespeichert? Es wird nicht gespeichert, gut. Die Kette haben wir nämlich noch nicht machen können. Ich erinnere mich nämlich jetzt gerade wieder. Da waren wir kurz vorne dran und dann hab ich versehentlich vergessen, dass man die Splitterteile da erstmal kaputt machen muss. Damit man sie da reinrammen kann, hat man nachher hier zwei Teile liegen und ich konnte nicht mehr die packen, weil sie zu weit weg waren. Ja gut. Zwei Ketten sind noch übrig. So. Diamant schon wieder. Ja, ich hoffe, Helena hält durch, wir waren gerade da. Es sollte hier irgendwo sein. Praktische Anwendung des irgendwas. Alles wird gut. Ich weiß es. Naja, immer schön einreden, ne? Mit ein bisschen Glück wird es auch irgendwann glaubwürdig. Alter, was gibt's hier bitte schön für Diamanten überall? Das ist ja nicht mal normal. Ich meine, ich bin jetzt gerade eben erst wieder reingekommen mit zwei Diamanten. Also, ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Ich meine, das sind geile Steine und so. Aber
So, ich habe da so mal rausgekommen. Das letzte Mal sind wir hier reingekommen überhaupt in den Raum. Gut. Oh nee. Das Gute ist, die Viecher sterben schnell und geben Geld. Und das nicht wenig. Gut. Weiter geht's. Oder auch nicht, weil es hier irgendwie nicht weitergeht. Ah, doch, man muss nur weit genug laufen. Ah, da geht's weiter. Oder auch nicht, weil ich hab's mich gerade gesehen. Das Spiel will mich doch verarschen. Ich hab's doch angeklickt, deswegen. Oh, Alter. Weißt du, dann lässt er los. Fahr hoch, Junge. Boah. Weißt du, bleibt das Teil einfach direkt vor uns stehen. Alles ist gut, solange dieses Viech nicht wieder spawnt. Ja, die sind scheiße. So, jetzt hat's funktioniert. Komm. Geh aus deiner scheiß Panzerung raus. Das erste Mal, dieses Viech aus der Panzerung rauszukommen, ist mal das Blöde. Musst du mal ewig warten. Goldmünzen, oh. Die sind wertvoll. So, bisschen Heilung. Wenn es auch nicht viel ist, aber ein bisschen ist es zumindest. So, wo geht's denn jetzt weiter? Wenn es wieder so gut funktioniert wie vorhin, dann habe ich Angst. Weil dann fliege ich von oben runter. Problem ist, nach einer gewissen Zeit gehen die Teile halt kaputt. Ich meine, die Viecher bleiben wenigstens in der Luft. Zumindest erstmal. Warum auch immer hier so um die Türme herum diese komischen Wesen da fliegen. Alter, woher kommen die Viecher, Mensch? Ist hier ein ganzer Schwarm von den Viechern oder wie? Scheinbar. Was ist da los, Alter? Puh, ich dachte, ich glaube, mich hauen die Kisten da unten. Oh, mal wieder ein Diamant, was ganz Neues.
Da oben geht's zum Meister. Ah. Okay. Das ist interessant. Also ich finde es gerade wirklich sehr interessant. Au. Gut, da geht's zur nächsten Kette. Oh nee. Wenigstens sind die Viecher ziemlich schnell tot. Alter. Die sind so kacke, ich hasse die Viecher. Vor allen Dingen, wenn die halt so durch die Gegend springen die ganze Zeit. Können wir bitte einer von euch aus der Schale rausgehen? Ey, die Viecher sind so scheiße. Du kannst einfach auch nichts machen außer warten, ne? Das sind vier Stück, sind sogar. Sind es entweder drei oder sind es vier? Okay, es sind vier. Gut, wenn man sich vorher schon mal mit den Viechern auseinandergesetzt hat und weiß, wie man sie umbringt. Könnte mal bitte einer von euch zumindest. Danke. Wow, dann treffe ich es nicht nochmal. Ah. Wow. Ist doch gut. Ihr seid aber keine Bälle. Tut mir leid. Diese Welt, und für der sich eure Weltanschauung gerade zerstört habt. Wow, das war ein Triple Kill. Also Geld gab's ja schon nicht schlecht, ne? Oh Gott. Schon gemeint, wie man die, wie ich gerade vier getötet habe. Kann man sagen, was man will. Das war vielleicht schon ein bisschen böse. Oh Gott, die leben ja sogar noch alle.
Oh, sogar Levelaufstieg. Das sehe ich doch mal gerne. Sekret. Und harte Schuppen. Hauptsache nochmal einen Diamanten gefunden. Ja, ich weiß, langsam wird's Zeit. Also eins von den Viechern allein ist ja kein Problem. Ja gut. Aber wenn es dann 2-3 werden, wird's asozial. Ich gehe mal ganz kurz hier nach unten. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Gut. Hä? Warum kriege ich das Teil jetzt da nicht gefasst, frage ich mich. Geht doch. Weißt du, dann triffst du mich halt nicht mal. Okay, ich hätte still sein sollen. Jetzt komm, Mensch. Oder hau halt einfach ab. Ist mir auch recht. Ich weiß übrigens nicht, ob das überhaupt gespeichert bleibt, wenn ich das einmal angefangen habe zu drehen oder ob es wieder zurückgeht. Habt ihr echt keine Ahnung von. Fliegt es einfach runter. Okay. Gut, dann vielleicht kriegen wir es sogar noch hin, zur nächsten Truhe zu gehen. Truhe sage ich schon, zur nächsten Kette. Wäre doch schon irgendwo ganz geil, oder? Dann könnte man nämlich im nächsten Part auf jeden Fall zum Meister gehen. Zeit wäre ja noch. Und ich meine, wir wissen, wo die Meistertür ist. Gut, bloß weil man weiß, wo die Meistertür ist, heißt es noch lange nicht, dass man nur wirklich weiß, wo es weitergeht, ne? Okanos-Stein, das klingt doch mal interessant. Das klingt extremst interessant. Nun, vielleicht war das jetzt nicht unbedingt die beste Idee, was ich hatte. Jemals. Ja gut. Ich glaube, meine Batterien von der Wii-Fernbedienung sind leer. Das ist jetzt unpraktisch. Aber gut, in dem Fall werde ich sie leider aufladen müssen. Dann geht es dann nachher weiter an der Stelle.
Beziehungsweise halt den nächsten Part in dem Sinne. Das ist jetzt unpraktisch. Das ist sehr unpraktisch. Aber ich kann jetzt nichts dran ändern. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Beziehungsweise, ja doch, ich lade die jetzt auf und dann mache ich im nächsten Part weiter. Also dann, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye.